Einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, daheim an den Lautsprechern, an den Fernsehgeräten. Willkommen zu der Newcomer TV Show 33, also die 33. Aufzeichnung. Wir gehen ganz weit zurück an den Anfang diesen Jahres, und zwar genau in den Februar. Und da möchte ich euch zwei Bands vorstellen, die wir im Februar aufgezeichnet haben. Natürlich werdet ihr euch fragen, wieso dauert das immer so lange, bis das letztendlich zu uns in die Fernsehgeräte kommt. Wir sind viel unterwegs auf den Straßen diesen Landes und versuchen überall Bands aufzuzeichnen und vor allen Dingen Bands kennenzulernen und vor allen Dingen über das Kennenlernen hinaus natürlich Talente zu entdecken. Und deswegen dauert das manchmal ein bisschen lange, bis dann die ganzen Sachen aufgezeichnet, geschnitten und so weiter sind. Aber jetzt endlich könnt ihr zwei Bands sehen heute Abend, die wir aufgezeichnet haben, wie gesagt, im Februar. Und die erste Band, die ich euch vorstellen möchte, ist Versus, die eine Art ja, knallharten Rock, Metal, Punk machen mit deutschen Texten. Die Jungs kommen aus Frankfurt und einer ihrer Songs heißt Ich kann, ich will, ich werde. Das heißt deutschsprachige Lyrics. Jetzt viel Spaß für euch. Holt mal was zu knabbern und was zu trinken daheim an den Lautsprechern. Hier kommt Versus. Hallo Jungs von Versus, und zwar habe ich hier den Konrad, den Sepp, den Nils und den Eddie. Ist das richtig? Absolut korrekt. Und ihr kommt aus Frankfurt und seid angetreten unter der Headline Ich kann, ich will, ich werde der Rockmusik eine neue Härte zuzufügen oder wie kann ich das verstehen? Gnadenlose Power eben. Ne? Ich kann, ich will, ich werde, das sagt eigentlich schon alles. So sind wir drauf, das ist unser Ziel. Wir haben uns ein Ziel gesetzt und das setzen wir jetzt um. Euch gibt es noch nicht so lange in dieser Besetzung. Also das heißt, als Versus, eigentlich, so steht es in euren Info geschrieben, in diesem Jahr, das kann natürlich auch 2017 gewesen sein, oder war es doch in diesem Jahr 2018? Nee, 2017 ist die Gründung. Ich glaube, der Nils weiß sogar noch genau das Datum. 7. April. 7. April. Das war da, als du Brötchen kaufen wolltest, zum Bäcker gingst und zufällig über Ja, ihn gestolpert. Ja? Nee, also die Idee dazu gab es schon länger, aber der 7. April war tatsächlich das Datum, an dem wir beide das erste Mal zusammen im Proberaum gestanden haben. Und ich glaube, 4 Wochen später waren die anderen beiden dabei. Also es ging flott, sagen wir mal so. Thank you.
Ich meine, wenn man harte Musik und eine neue Härte, dann denke ich immer an die neue deutsche Härte oder Hardcore-Metal oder Hardcore-Punk. Rock ist mir da ein bisschen zu weitlüftig. Das heißt, ihr spielt mit Sicherheit keine Balladen und manchmal vielleicht auch Blastbeats. Oder wie sieht das aus? Also Blastbeats haben wir nicht drin. Balladen gibt's auch heute Abend allerdings nicht. Das Schöne ist, dass wir alle aus unterschiedlichen Gefilden kommen. Also wir hören alle sehr unterschiedliche Musik. Das mischt sich ganz gut zusammen und deswegen ist das eigentlich ein Konzept aus Rock, Punk, Metal mit deutschem Text. Es ist was sehr Eigenständiges, ja. Was würde ich behaupten. Definitiv, also. Ja. Also ich meine, es hat jeder seine Einflüsse, Sachen, die er gerne hört und Dinge, die er natürlich dann mit reinbringt. Die Richtung ist irgendwo klar, aber da gibt jeder so ein bisschen seins dazu und verleiht dem Ganzen so seine Farbe und es gibt dann das sogenannte Gesamtbild, ne, was wir dann haben. Und das passt vor allem in keine Schublade, das ist das Schöne daran. Ja. Ist es passiert, dass ihr als so junge Band gleichen Labelvertrag, also das heißt, seid ihr die neue Boygroup des harten Rocks oder habt ihr euch durch diverse
Betten hochgeschlafen. Also schöne Fälle sind wir auf jeden Fall alle. Deswegen würde ich sagen, Boygroup des Rocks trifft schon mal ganz gut zu. Nee, aber im Endeffekt, ich glaube, dadurch, dass wir das geschafft haben, zeigt einfach, das, was wir machen, hat Qualität. Und wir haben auch, glaube ich, wir haben ein paar angeschrieben. Es kamen sogar einige Rückmeldungen und wir konnten uns tatsächlich auch auswählen, welches Label wir wollen. Also es, wie gesagt, wir machen alle schon lange Musik. Das habe ich so vorher auch nicht erlebt. Aber das, ich bin der Meinung, es zeugt von Qualität. Das werden wir, denke ich, nachher auch abliefern. Könnt ihr euch direkt ein Bild davon machen. Wow, also ich bin so durchgeschüttelt von den Jungs. Das war wirklich pure Energie und ihr werdet euch fragen, wie wählt ihr eigentlich diese Bands aus? Wer darf nicht? Ja, das ist so ein Instinkt von uns. Ja? Wir kriegen natürlich unglaublich viele Bewerbungen. Ihr könnt uns Links schicken zu euren Seiten unter radio@virusmusik.de. Dann werden wir uns das angucken, anhören. Und so haben wir auch Versus gefunden. Und wenn man sich das anguckt, was die Band dort auf der Bühne zelebriert und auch mal richtig reinhört in die Lyrics und in das, was sie da musikalisch auf die Bretter bringen, dann hat sich das schon gelohnt und ich hoffe, ihr seid genauso durchgeschüttelt wie ich. Ich möchte euch jetzt eine weitere Band vorstellen und zwar aus Wiesbaden kommen die Jungs und ja, es ist eigentlich genau das Gegenteil musikalisch von dem, was Versus gemacht haben, weil die Jungs aus Wiesbaden, die übrigens Madhouse Matadors heißen, pflegen den extrem tanzigen Bluesrock und wie sich das anhört, seht ihr jetzt. Viel Spaß von euch für die Madhouse Matadors. Wir haben vier echte Hammerbands am Start und eine davon möchte ich jetzt begrüßen und zwar die Madhouse Matadors, wenn ich mich nicht irre, aus Wiesbaden. Und bei mir sind der Ernst, der Immi, Pommes Dave und Nico. Herzlich willkommen. Ihr seid, sage ich jetzt mal, angetreten, so steht es in eurer Vita, um irgendeine neue Form des Blues zu erfinden. Ist das notwendig? Notwendig auf keinen Fall, aber man kann interpretieren, weißt du? Und würde ich schon sagen, wir sind eine Bluesband im Großen und Ganzen. Zwar experimentell, aber wir beziehen uns auf den Blues. Deswegen haben wir gesagt, was machen wir eigentlich? Ja, wir fangen mal mit Blues an im Endeffekt, kann man sagen. Das ist unser Basic. Es gibt euch in der Formation, beziehungsweise auch unter den Namen seit 2014, wenn ich mich nicht irre. Was hat euch denn so zusammengeführt überhaupt? Weil ich gehe davon aus, ihr kommt aus den unterschiedlichsten Himmelsrichtungen dieses Universums. Ja, zusammengeführt hat uns letztendlich natürlich die Musik, aber ich selbst kann zum Anfang nur aus Erzählungen berichten, weil ich selbst als Letzter dazukam. Ganz angefangen hat das beim Emi auf dem Dachboden, dass sie einfach ausprobiert haben, ein bisschen Musik zu machen und mal geschaut haben, was kann dabei rumkommen. Ja, dann war es ein kleines Projekt, es war sehr gemischt, es war eine Crossover-Band und irgendwann wurde dann Sänger gesucht und da wurde ich angesprochen vom Thomas, weil mit dem Thomas habe ich früher auch Musik gemacht schon und dann war es auf einmal da. Turn off your hat. Feel just the heat on your skin. Ooh, 40 degrees. Close your eyes and feel the life just stream through your body. Feel your life, take a breath. Ooh, keep this moment and joy. It's just for you. Just become a man. Smoke floating through the race in front of Plato's cave. Whoa, drifting away from what is real, drifting away to what you feel.
Es steht über euch geschrieben, dass die ganzen Höhen und Tiefen des Lebens sozusagen auch in irgendeiner Form sich in eurer vielseitigen Musik widerspiegeln, weil es ist ja nicht unbedingt alles nur Blues, sondern es ist Psychedelik, es ist ein bisschen Indie-Underground, es ist auch sehr viel Rock mit dabei. Also wie entsteht denn bei euch die Musik? Ist es aus einer Session? Kommt jemand vorbei mit Arrangements oder seid ihr wirklich komplett alle gleichwertig an diesem Entstehungsprozess der einzelnen Songs beteiligt? Eigentlich kann man sagen, es entsteht eigentlich immer aus dem Jam heraus. So, jeder kommt mal mit einer Idee an und damit geguckt, gefällt es jedem, was meistens der Fall ist, was auch gut ist. Und dann wird entschieden, machen wir da jetzt einen festen Song draus und so entsteht es eigentlich im Großen und Ganzen. Und ich glaube, man kann sagen, weil jeder von uns aus einer anderen Musikrichtung kommt, kommt da halt der Mashup bei rum. So, also wie gesagt, die Jungs haben ja vorher schon Musik gemacht und er ist zum Beispiel noch DJ, legt nebenbei auf und ja, wie gesagt, verschiedene Richtungen und so ergibt sich das aus dem Jam dann. Mama told me, don't you ever let the people get you down. Mama told me, there's so much for you waiting to be found. Oh, mama told me, to find a sweet girl, don't you mess around. Mama told me, there's so much for you waiting to be found. Well through, so ask your mother what to do and remember that mama knows how life works and loves nothing more than you. Die
Underground-Spatzen pfiffen es bei uns in Frankfurt von den Dächern, dass ihr gerade an einem neuen Album arbeitet? Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Also wir sind jetzt so weit, sag ich mal, dass unsere Playlist, dass wir zufrieden damit sind. Die wollen wir jetzt noch natürlich perfektionieren, vielleicht noch zwei neue Tracks mit reinnehmen und dann hoffentlich im Sommer diesen Jahres dann ist auch mal was releasen, in dem Sinne, ja. Und? Habe ich zu viel versprochen? Ich meine, wie geht's euch jetzt da draußen, nachdem ihr diese beiden wunderbaren Bands gesehen habt? Ich weiß nicht genau, wann diese Folge gesendet wird, aber ich denke, es ist ja in einem der ersten Monate 2019 und wie gesagt, anfangs der Sendung habe ich es euch ja erzählt, diese Aufzeichnung kommt vom Februar 2018. Zwei wunderbare Bands habt ihr gesehen, Versus und die Madhouse Matadors. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch im Februar aufgezeichnet wurde, dann könnt ihr auf YouTube gehen und euch die Folge 32 angucken, weil da werdet ihr dann die Blockhelden sehen, beziehungsweise Inhuman. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, selber mal hier bei Newcomer TV aufgezeichnet zu werden, dann schickt uns eine Mail, eine Bewerbung an radio@virusmusik.de oder ihr geht einfach auf Facebook Newcomer TV und schickt uns einfach eine Message. Dann kriegen wir das und dann werden wir uns natürlich selbstverständlich bei euch melden.